Herzlich willkommen zu Immer wieder Sonntags mit Spur in Eisenbahngeschichten. Heute eine nächste Zugvorstellung, ein Dieseltriebzug und zwar der VT643, auch genannt Talent vom Bombardier der Epoche 6. Hier in Nordwestbahnlackierung blau-gelb mit weißen Zierstreifen am Dach und grau unterlegten Fenstern. Ein wunderschöner Triebzug, so fahren die auch sehr viel hier in Bremen, ich meine Richtung Oldenburg, da möchte ich aber jetzt nicht drüber streiten, das jetzt nur meine ich gelesen zu haben. Aber hier, dieser Zug im Modell ist von Brava gefertigt, in der Detaillierung sehr schön, sehr sehr langsame Fahreigenschaften, also wirklich da steckt keine große Power dahinter, relativ ruhig. Ein bisschen am Summen. Vorder- und Rücklichter hat er, Inneneinrichtung hat er, Innenbeleuchtung allerdings nicht. Dennoch ein sehr schöner Zug, wie ich finde. Und wir gucken jetzt nochmal ein bisschen auf die Strecke. Was halt sehr schön ist, er fährt den Bahndamm ohne Probleme hoch und runter. Und das alles einwandfrei, gar kein Problem. Jetzt habt ihr die Schlussbeleuchtung nochmal gesehen. Das war's dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid demnächst auch wieder mit dabei. Euer Marcel von Spur in Eisenbahngeschichten. Bis denn und tschüss.